Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier in Russland im Jahr 1868. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir einerseits diplomatisch hier noch ein bisschen weiter konsolidieren, was diese kleineren Staaten betrifft, die hier noch in unserem Machtbereich sich befinden. Da ist einiges möglich, dazu kommen wir gleich. Aber was ich auch anstreben möchte, ist, dass wir endlich zur Tat streiten, was die Pazifikflotte betrifft. Das werden wir erledigen. Vorher sehen wir aber, in St. Petersburg ist irgendwo noch was los. Die Früchte eurer Arbeit. Zufrieden mit der neuen Lage in Russland und unwillig oder unfähig, sich den Unwägbarkeiten des Lebens im Ausland zu stellen, hat Semyon Denikin offiziell den Rückzug aus dem politischen Leben verkündet. Ah, sehr schön. Das ist, warte mal, ein Agitator. Der ist aber hier, ach nee, das sind die Admirale. Das ist ein Agitator, der hier gerade gekommen war. Das war der Typ, der hier Theokrat war, vor dem ich ein bisschen Schiss hatte. Das ist hervorragend. Allerdings bekommt die orthodoxe Kirche dadurch Anziehung. Ha. Lasst uns sein Andenken ehren, vielleicht durch eine Razzia in St. Petersburg. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das gibt nämlich Zustimmung durch die orthodoxe Kirche. Die können wir ganz gut gebrauchen. Nehmen wir mal mit das Ganze. Sehr schön. Ich hoffe tatsächlich auf noch ein paar ähnliche Events, die uns auch beim Landadel noch in eine bessere Position bringen. Okay, bevor wir zur Flotte kommen, noch eine Sache bezüglich des Goldes. Das hatte mich natürlich interessiert. Das Goldthema hatten wir das letzte Mal schon angeschnitten. Wir können ja jetzt Minen hier entwickeln. Und da sollten wir dann auch die beste Produktionsmethode nutzen, die wir haben, um damit noch ein bisschen mehr zu verdienen. Wir können uns auch mal anzeigen lassen, wo gibt es überhaupt Goldvorkommen. Und neben der äußeren Mandschurei haben wir das auch hier in Chukotka. Genau, das hatte ich das letzte Mal gesehen. Alaska allerdings nicht. Da kann aber natürlich noch ein bisschen was passieren. Goldfieber und sowas ist, glaube ich, auch da möglich. Hoffen wir mal das Beste. So, jetzt schreiten wir zur Tat, was die Pazifikflotte betrifft. Und es ist in der Tat so, dies ist Vladivostok. Dort befindet sich schon ein kleines Schiffchen, das wir gewissermaßen geerbt haben, weil dort schon eine Marinebasis war, die wir erobert haben. Das ist diese sogenannte dritte Flotte. Und ich denke, das ist die Keimzelle unserer neuen Pazifikflotte, wie ich sie jetzt hier bezeichnen werde. So. Und dieses eine Schiff, eine Fregatte werden wir jetzt ergänzen. Die Frage ist, wie groß soll diese Flotte werden? 39 hat die Baltische Flotte, 38 Schwarzmeerflotte. Das wäre mal interessant zu erfahren, wie viel kostet uns eigentlich die Marine aktuell? Das müssten wir hier sehen. Ja, sehr schön. Das ist ja überschaubar. Im Moment 6.500 und 5.500. Ja, da kann man mit gutem Gewissen eine weitere Flotte etablieren. Finde ich in Ordnung. Wir werden, ich denke, 35 Schiffe reichen fürs Erste. Wir werden 20 Fregatten und 15 Kriegssegelschiffe nehmen. Das heißt 19 Fregatten. Wir gehen mal hier hin in die äußere Mandschurei. Mhm. Da müsste genug Personal da sein. 19 und die Kriegsschiffe werden wir mal hier etablieren in Ochotsk. Da wollen wir dann 15 haben. So, das müsste passen. Das ist das eine. Da wird ja einiges zu bauen sein. Aber was wir hier natürlich noch machen müssen, wir brauchen einen Befehlshaber. Und hier gibt es drei ganz gute Leute, die zur Auswahl stehen. Der beste wäre eigentlich Alexei Denikin. Er ist sorgfältig, das ist wirklich eine tolle Eigenschaft. Ihr seht es, plus 5% Offensive, Defensive und so weiter und so fort. Aber er ist auch Marinestationsorganisator. Das spart uns ein bisschen Geld. Ich möchte aber lieber die Intellektuellen unterstützen, indem ich hier einen Mann befördere, der ehrgeizig ist. Was ganz gut ist, Beliebtheit auch wiederum für die Intellektuellen. Und Konvoi-Räuber passt ja auch ganz gut. Den werden wir rekrutieren, Admiral Fjodor Tolstoi, der dann auch direkt nochmal befördert wird, damit er auch alle Schiffe direkt selbst kontrollieren kann. So, gut. Das erstmal zu diesem Thema Marine. Jetzt kommen wir zu den diplomatischen Themen. Was ich die ganze Zeit eigentlich ziemlich ignoriert habe, ist das Großfürstentum Finnland, das wir in Personalunion, glaube ich, regieren. Wir sehen nämlich auch hier Alexander Romanov als
Führer dieses Landes. Und ich glaube, es ist sehr problemlos möglich, Finnland jetzt zu einer Marionette zu machen. Wir sehen, sie werden das einfach annehmen, sodass es da gar keine Schere reingeht. Also, das wäre dann diplomatisch der nächste Schritt. Ja, ist akzeptiert worden. Das ist doch schön. Das dürfte uns dann nochmal ein bisschen was geben über Diplomatiepakte. Schaut mal, Finnland ist nämlich durchaus solvent, potent. 8000 Einnahmen, hervorragend. Das gefällt mir. Und zum Zweiten gehen wir mal durch. Hier haben wir es ja mit dem Verteidigungsbündnis hier in Tscherkessien. Ja, ein bisschen versaut, aber den können wir beenden. Ende des Jahres. Wie sieht es hier im Kaukasus-Emanat inzwischen aus? Sie werden nicht annehmen, dass wir sie zum Protektorat machen. Ich habe inzwischen aber durch einen sehr hilfreichen Kommentar was Interessantes gelernt. Eine Sache, die mir noch nicht bewusst war. Und zwar diese Anzeigen, diese Werte, die, glaube ich, jetzt mit dem Patch 1.6 dazugekommen sind. Und die sagen einem relativ genau, wie groß die Wahrscheinlichkeiten sind, dass die Seiten irgendwie einsteigen werden oder überzeugt werden können. Vielleicht erkläre ich das mal am Beispiel von Afghanistan. Das wird nämlich auch noch gleich ein Thema werden. Also hier gibt es die möglichen Unentschlossenen. Und hier wird jetzt geprüft, inwieweit stehen sie auf unserer Seite oder auf der Gegenseite. Und diese Werte zeigen also die Wahrscheinlichkeit an, dass sie die eine oder die andere Seite bevorzugen. Ein grüner Wert zeigt an, dass eben diese Seite bevorzugt wird. Und dann sieht man auch eine Menge von Modifikatoren und das ist wirklich interessant, sich das mal anzuschauen, was da eigentlich mit reinspielt. Also, welches Beispiel nehmen wir mal? Vielleicht nehmen wir mal zum Beispiel Oman. In dieser Afghanistan-Frage sieht Oman uns mit minus 109. Das heißt, sie werden nicht auf unsere Seite reingehen. Und jetzt wird aber auch erklärt, warum. Minus 10 durch Beziehung. Also da kann man tatsächlich über Beziehungen dann noch was drehen. Ideologische Ähnlichkeiten ist ein kleines Plus. Minus 10 durch Haltung argwöhnisch. Plus 8 durch Sympathie. Auf der anderen Seite bevorzugen sie allerdings Afghanistan durchaus. Also es wird dann gegengerechnet, beziehungsweise es gibt halt noch so einen Neutralitätswert, der ist auch ganz interessant. Also 101 Unterstützung für Afghanistan, und zwar durch Beziehungen, wegen ideologischen Ähnlichkeiten, wegen der herzlichen Haltung und wegen Sympathie für Afghanistan. Das gibt plus 101, aber dann wird dagegen gerechnet Neutralität, und zwar Grundwert 50, es gibt Aufruhr im Oman, das reduziert das noch ein bisschen. Und Strategie Kernterritorium erweitern ist eher etwas, was für Neutralität spricht in diesem Falle. Sodass es immerhin aber auf plus 8 kommt, sodass es gibt eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass Oman auf der Seite von Afghanistan eintreten wird. Für uns natürlich besonders interessant das Himmlische Reich hier. Und wir sehen minus 132, dass sie für Afghanistan kämpfen werden. Und das ist wirklich, ändert alles. Vielen Dank für diesen sehr, sehr wichtigen Hinweis, dass man das jetzt so ein bisschen antizipieren und verstehen kann. Also zum Beispiel haben sie einen hohen Neutralitätswert, weil sie zum Beispiel mit uns einen Waffenstillstand haben, gibt es halt noch plus 50 dazu. Weil sie die Strategie haben, die Grenzen verteidigen, gibt es plus 50 dazu und so weiter. Deswegen können wir uns sicher sein, dass sie zum Beispiel sich in Afghanistan nicht einmischen werden. Insofern könnten wir eigentlich das mit Afghanistan, jetzt ist vielleicht sogar das Wichtigere, jetzt direkt mal starten. Keine Gefahr also. Mal sehen, ob das jetzt auch zustimmt. Und ich glaube, wir lassen das dann auch erstmal durchlaufen. So, genau. Es wird dann dementsprechend vermutlich zu einem Krieg mit Afghanistan kommen, aber wir können uns gewiss sein, dass niemand von den ganz Großen da irgendwo mitmischt. Und das ist doch eine schöne Sache. Und da haben wir schon die Neutralitätserklärungen. Wunderbar. Wir werden aber natürlich wieder mal... Oh, in der äußeren Mandschurei ist jetzt direkt noch mehr Gold entdeckt worden. Sehr schön. Wir werden aber dann wieder mal die dritte Armee mobilisieren. Und... Ah, schaut mal, wir können sie auch direkt von hier aus an die Front sein. Hervorragend.
So, das können wir eigentlich alles wegklicken. Wir erreichen rechtzeitig die Frontlinie. Und sind deutlich überlegen. Gegen 23 afghanische Bataillone. So, zu den Waffen. Los geht's. Auf Angriff sind wir noch gestellt. Sehr schön. Und es gibt direkt einen Goldrausch nochmal in der äußeren Mandschurei. Beziehungsweise jetzt können wir entscheiden, wie wir damit umgehen. Lasst es alle wissen. Goldrausch, Migrationsanziehung oder Mainz, alles Mainz. Ja, Goldfelder-Durchsatz finde ich schon nett. Das nehmen wir gerne mit. So. Unsere Generäle sind erfolgreich. Das wird die letzte Schlacht werden. Oder das hier. Und damit, nein, es ist immer noch nicht die letzte Schlacht. Noch findet eine statt, aber damit ist Afghanistan vollständig besetzt. Und die Sache wird gleich zu Ende gehen. Ah, wir können jetzt schon den Frieden vorschlagen. Hervorragend. Also, die nächste Konsolidierung. Persien ist ja noch nicht möglich. Ich habe schon wieder vergessen, wann wir das anstreben können. Wir müssen ein bisschen natürlich auf unsere Verrufenheit achten. Waffenstillstand bis Mai 1870. Ja, okay. Dann starten wir jetzt mal mit dem Kaukasus-Imanat, das wir zum Protektorat machen wollen. Auch hier geht es in den Konflikt. Ja, man müsste sich überlegen, ob man vielleicht mal so eine noch etwas kleinere Armee etabliert, die genau in solchen Konflikten dann immer zum Einsatz kommt, um noch ein bisschen Geld zu sparen. Allerdings, ja Gott. Man muss es auch nicht übertreiben, denke ich. Ah, sehr schön. Die Gehofftbauern sind da nicht mehr aktiv. Das freut mich. So, jetzt sollten wir aber langsam doch unsere Armee mobilisieren. Die dritte Armee wird mobilisiert und erneut an die Front geschickt. Wird rechtzeitig diese kleine Front erreichen. Das Land ist völlig umschlossen. Hat mit Sicherheit auch jetzt Probleme, ihre ganzen Güter und den ganzen Markt zu befriedigen. Das ist eine unschöne Situation. So, damit hat sich natürlich auch das Beziehung verbessern dort. Was passiert hier gerade? Ach, wir haben das schon. Ah, wir haben das schon eingenommen. Okay. Gar nicht mitbekommen, wie das so schnell funktionierte. Gut, dann warten wir auch das mal ab. Aber es passiert hier was. Die südbessarabische Retrozession. In Ingermanland? Okay, mit der Unterstützung einer Großmacht haben die Vereinigten Fürstentümer ein Stückchen Territorium in Bessarabien erbeten. Das ist im Übrigen tatsächlich eine interessante Entwicklung, die ich noch gar nicht kommentiert habe. Ja, das gucken wir uns gleich mal an. Ein Gebiet, das früher von Moldawien regiert wurde, um Zugang zum Schwarzen Meer zu erhalten. Abgesandte haben uns mitgeteilt, dass uns der Dank der rumänischen Nation gebühren würde, falls wir dieser Bitte nachkämen. Das ist so ein bisschen die Keimzelle Rumäniens, die sich hier gerade entwickelt. Und wir könnten dafür 4 Provinzen abtreten, wenn ich das richtig sehe. Das kommt nicht in Frage. Das kommt nicht in Frage. Bessarabien ist und bleibt unser, nicht ihres. So sieht's aus. Nächste Protestbewegung aufgelöst. Das ist gut. Aber die Zahl der Radikalen nimmt immer noch weiter zu. Aber eigentlich durch das Ende dieser Protestbewegung sollte auch das etwas nachlassen. Wir haben hier aber noch was anderes. Der tapfere Lokführer in Irkutsk. Ein Zugunglück in Irkutsk hat beinahe zu vielen Toten geführt, wenn der Lokführer nicht so rasch gehandelt hätte. Heldenhaft verlor er dabei sein eigenes Leben. Nur wenige starben, doch es wird etwas dauern, das Wrack zu beseitigen. -5 Infrastruktur. Bahnangestellte sollten mehr dafür bekommen, auf der Arbeit zu sterben, als nur ein eigenes Lied.
Okay, Gewerkschafter erhalten Unterstützung. Ja, die Gewerkschafter sind aber noch gar keine relevante Gruppe. Ist die Frage, ob wir da jetzt schon mal ein bisschen in die Richtung gehen wollen. Anständig sind die noch. Bei 0,3%. Oh mein Gott, das ist ja wirklich noch lang hin. Aber ja, warum nicht? Unterstützen wir das mal gewissermaßen etwas symbolisch. So. Hier müssen wir erneut ein bisschen Geduld zeigen. Abwarten. Großbritannien übernimmt die Schulden von Neu-Süd-Wales. Ja, die Verbesserung der Beziehung mit Tscherkessien ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr so entscheidend. So, jetzt können wir den Frieden vorschlagen. Das Ganze ist unterzeichnet. Und wir haben die gezogenen Rohre, was Gewehre ermöglicht. Wir produzieren einfach mehr Handfeuerwaffen. Aber ich glaube, inzwischen sieht das hier alles sehr, sehr gut aus. Schaut euch das mal an. Wir haben einen richtigen Marktüberschuss, was Waffen betrifft. Das ist allerdings wirklich gut für unsere Gesamtbilanz. Dann kostet uns die Armee ziemlich wenig. Das gefällt mir. So, hier ist es jetzt möglich, diesen Verteidigungspakt zu beenden. Ja, was nochmal wieder einen 12-monatigen Waffenstillstand herbeiführt. So, dass wir die Aktion jetzt dort nicht forcieren können. Ist aber in Ordnung. Wie weit sind wir hier? Oh, schaut mal. Die ganzen Bauten sind erfolgt, aber die Flotte... Erfahrungsgemäß dauert das noch, genau, ehe alle Schiffe dann da sind. Aber hier geht es langsam voran. Wir sind jetzt bei plus 124.000. Das ist eine sehr schöne Entwicklung. Ich tendiere dazu, vielleicht die Regierungsgehälter nochmal wieder zu erhöhen, um die Intellektuellen gewissermaßen zu stärken oder die Steuern nochmal zu senken. Ich denke, das machen wir mal, um weiter den Lebensstandard noch ein bisschen voranzubringen. Goldreserven können wir aber auch noch ein bisschen ausbauen und aufbauen. Das passt. Gut, das sind ja alles sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen. Was haben wir hier? Warte mal, wir haben irgendwo hier noch wieder eine Armee. Eine siebte Armee. Ah, das ist wahrscheinlich hier in Finnland, ne? Das haben wir wahrscheinlich auch geerbt. Nee, Afghanistan, logischerweise. Finnland ist ja erstmal nur Marionette. Afghanistan, diese Armee müssen wir umdisponieren. Artillerie und 5x Infanterie. Wer bekommt die? Schicken wir die zur zweiten Armee hin. So. Okay. Wird umverlegt. Passt, dann haben wir da auch wieder eine gute Ordnung. Die zweite Armee, damit 116 Bataillonen. Mhm. Und es gibt Australien. Das ist eine neue, größere Sache. Sehr schön. Einer unserer Generäle ist gestorben. Golovin. Ich glaube, das ist der General der dritten Armee und er gehörte zu den Intellektuellen. Insofern keine so gute Nachricht. Wir schauen mal, was uns hier angeboten wird. Zweimal Streitkräfte. Landadelversammlung kommt nicht in Frage, auch wenn das natürlich ein extrem guter Mann ist. Bergkampfexperte und herrisch. Ja, Leute, wir können den Landadel nicht weiter unterstützen. Vielleicht kommt noch mal die Zeit, in der das wieder möglich ist. Aber im Moment muss der Landadel weiter geschwächt werden. Insofern werden wir ihn hier rekrutieren. Wir gucken mal, wer da neu noch dazu kommt. Ah, noch ein Landadeliger. Naja, dann können wir ihn auch befördern. Der wird natürlich jetzt richtig befördert. Ja, die Mechanik ist so eine Sache. Na, jetzt irgendwie so ein
ganz neuen Typen zum General zu machen. Ein No-Name. Aber dafür jetzt irgendwie 3 weitere Offiziere zu rekrutieren und das dann aufzuteilen, finde ich auch mal ein bisschen schwierig. Andererseits, natürlich sind mehrere Generäle in einer Armee von Vorteil, weil mehrere dann auch gerade an langen Fronten angreifen können. Insofern, wenn es wirklich darauf ankommen würde, dann müsste man das machen. Also wenn es jetzt wirklich ein knapper Krieg, wenn es wirklich um einen knappen Krieg gehen würde. Wir haben irgendwie noch ein gezogene Rohre. Ein Journaleintrag. Waffenfabriken. Gebäudestufe ist größer oder gleich 3. Das sollten wir mitnehmen. Haben wir irgendwo eine Waffenfabrik, auf die das zutrifft? Das Problem ist, dass wir die Gewehre eigentlich gar nicht brauchen, aber wir könnten sie exportieren im Falle eines Falles. So, Waffenfabriken. Haben wir eine mit Stufe 3? Ja, in Kasan und in Samara. Wir müssen es ja nicht übertreiben, denn wir haben eh schon zu viele. Aber ich denke, wir werden das auf Gewehre ummünzen und haben damit schon gezogene Rohre abgeschlossen. Der Wandel in der groß angelegten Produktion von glattläufigen Musketen hin zu Gewehren in Waffenfabriken in Kasan hat eine neue Ära für die Produktion von Handfeuerwaffen in Russland eingeläutet. So, Kasan, Migrationsanziehung, Durchsatz brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir nehmen wieder den Technikfortschritt lieber mit. Das scheint mir definitiv das Wertvollere hier zu sein. Und wir können mal den Markt überprüfen. Plus 274. Ich denke, wir werden mal eine Exportroute starten. Vielleicht werden... Ah, schaut mal, in China werden Waffen benötigt. Aber es sind nicht viele. Machen wir trotzdem. Dann wird das Ganze ein bisschen gewinnträchtiger, würde ich sagen. So, unser Plus ist natürlich, kommt natürlich daher, dass wir selber nicht produzieren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Insofern sollten wir vielleicht jetzt den Markt mal wieder überprüfen, ob wir was tun können. Wir sehen, Kleidung ist ein großes Thema. Kleidung sollten wir was unternehmen. Wir haben fast 1000 zu wenig Kleidung, denn Kleidung ist auch etwas, was für die Bevölkerung sehr wichtig ist. Wir sehen immerhin 3,5% der Ausgaben der einfachen Leute, 9,2% der Ausgaben der Mittelschicht geht in die Kleidung und die ist teuer. Jetzt ist aber die große Frage, wie machen wir sie niedriger? Ist Kleidung tendenziell eher was, was wir verteilen wollen oder konzentrieren wollen? Beziehungsweise können wir im Kleidungsbereich nicht schon was verändern? Das könnte sein. Wir gucken uns das an. Tuchfabriken. Färbereien. Ja, aber ich glaube, da haben wir das. Meistens haben wir da Färbereien. Das muss irgendwo eine veraltete Geschichte sein. Das ist nicht das Thema. Wo man wechseln kann, ist zwischen Luxuskleidung und Kleidung. Da können wir einfach mal kurz die Preissituation uns anschauen. Luxuskleidung produzieren wir tendenziell etwas zu viel. Da könnte man wirklich noch was verändern. Schauen wir uns mal die Tuchfabriken an. Das ist das Symbol für Luxuskleidung. Ja, 60. Schaut mal, genau da können wir eine Änderung machen. Kriegen wir schon mal 60 Kleidung mehr. Aber 60 ist natürlich jetzt auch kein Wert. Hier machen wir auch nochmal eine kleine Veränderung. Und hier auch. Samara wird gerade ausgebaut. So, das wird vermutlich nicht viel Einfluss haben. Luxuskleidung. Ja, gut. Plus 19. Ein bisschen was könnten wir da sogar immer noch machen. Kommt, Samara gehen wir auch auf Vorrang hier. Vielleicht sollte ich das komplett umschalten. Wir gucken mal weiter. Okay, jetzt habe ich irgendwas tierisch übertrieben gerade. Aber ist okay. Lassen wir es mal so. Wir haben die Arbeiterbewegung freigeschaltet. Nebenbei so. Das ist schön, weil potenzielle Agitatoren, das gibt uns vielleicht neue Möglichkeiten. Außerdem können wir Gesetze verändern. Eingeschränkte Kinderarbeit. Mehr Investitionen in Bildung können wir uns im Moment gar nicht leisten. Aber vielleicht sollten wir wirklich wieder an der Bürokratie arbeiten, um da was zu machen.
Ordnungsausschüsse kostet uns Bürokratie für Institution Arbeitsschutzamt. Ja, aber ehrlich gesagt, Sterblichkeit und Arbeitsbedingungen sind im Moment zumindest für uns noch kein Thema. Gehaltssubvention auch nicht. Menschewisten als Partei wird freigeschaltet. Sehr interessant. So, wir haben aber wahrscheinlich jetzt hier substanziell am Kleidungsthema, ja doch, haben wir ein bisschen was gemacht, plus 8%, plus 9%. Ist schon okay. Da können wir aber noch ein bisschen nachlegen. So, warte mal, wie checken wir das mal? Wir machen das mal folgendermaßen. Ortspreise auf Karte und diesen Modus. Und jetzt können wir hier nach Saldo sortieren und sehen, wo die Differenz besonders problematisch ist. Wir sehen, in Usbekistan gibt es ein Problem. Wir produzieren hier auch schon wieder Luxuskleidung. Kann man mal nach Usbekistan reinschauen? Das sollten wir auch verändern. Und wir werden dann, warte mal, lass es hier gleich nochmal gucken, Ortspreise. Na, da haben wir teilweise schon Probleme gelöst. Mit einem Klick schaffen wir 54. Okay, Luhansk werden wir ausbauen. Das ist Südfinnland, da haben wir nichts zu sagen. Äußere Mandschurei, Cherson, Orsha. Da können wir schön diese Einzeldefizite abbauen. Smolensk, und ich würde sagen, das reicht auch fast schon. Dann haben wir die Kleidungsnachfrage eigentlich auch ganz gut befriedigt, würde ich sagen. Wir sind trotz Bauten bei plus 34.000, ist okay. Allerdings, wenn natürlich China abläuft, ne, wo haben wir das nochmal? Diplomatiepakt, 67.000, wären wir wieder leicht im Minus. Naja, was ist leicht? Ganz schön, aber das müssen wir einfach immer steuern mit ab und an bauen, ab und an nicht bauen. Wir haben Nitroglycerin freigeschaltet. Erhöht erstmal die Ressourcenentdeckung. Chance, was eine gute Sache ist. Und die Sprengstoffwerke sind produktiver, verbrauchen natürlich auch mehr. Und wir können in diesen ganzen Minen jetzt Nitroglycerin einsetzen, was erstmal zu einer deutlich erhöhten Sterblichkeit der Arbeit der Maschinisten und Ingenieure führt. Und natürlich den Sprengstoffverbrauch erhöht. Jetzt würde ich sagen, das werden wir gesittet einsetzen. Das heißt, da, wo wir es vor allem brauchen. Und das prüfen wir jetzt mal. Wo brauchen wir das? Goldminen fällt mir zuerst ein. Da können wir hier schön plus 500 Gelddruck ist eine feine Sache. Dann sehe ich gerade, dass wir, glaube ich, schaut mal, Kohle. Kohle ist ein großes Thema. Das ist der einzige dieser Rohstoffe. Oh, Sezessionsbewegung in der Mandschurei. Naja, aufgrund der Radikalen, das wird auch interessant. Ja, also Kohle, da sollten wir was tun. Da können wir jetzt die Produktion, glaube ich, richtig anheizen, indem wir das einsetzen. Wir gucken mal. So, wir würden 294 mehr Kohle produzieren. Das klingt doch sehr, sehr gut. Erhöht natürlich auch dann enorm die Nachfrage nach Sprengstoffen. Aber auch die können wir ja dann vielleicht befriedigen. Schauen wir uns mal die Kohlesituation jetzt an. Ja, super. Runtergegangen auf 7%. So, jetzt haben wir natürlich ein großes Problem bei den Sprengstoffen. 153. Zu wenig, aber auch da können wir ja umdisponieren bei den Sprengstoffwerken in Kleinpolen. Haben wir jetzt das Ammoniak-Soda-Verfahren, was aber noch nicht so viel hilft. Wir gehen mal kurz nach Kleinpolen. Die stellen jetzt noch ein paar Leute ein und wir kommen dann so auf 150 in Stufe 2. Okay. Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Pro Stufe bekommen wir jetzt 80 mehr. Wie viel haben wir zu wenig? 91. Das heißt, es reicht, wenn wir hier eine Ausbaustufe erhöhen. Das bedeutet natürlich wieder Schwefel, Dünger und Papier. Aber vor allem Schwefel könnte dann interessant werden. Der Schwefelpreis wird sich möglicherweise verändern. Aber da ist der allgemeine Marktpreis... Uiuiuiui, was passiert hier? Fjodor Tolstoi als Admiral ist schon mal direkt gestorben.
Und... Ui! Es gibt wirklich... Es gibt einen separatistischen Aufstand. Wow! Okay, jetzt bin ich gespannt, ob irgendjemand da eintritt. Ich meinte... Das können wir relativ simpel kontern. Gefährlich wird es halt, wenn andere sich einmischen in diese Sache. Und der Admiral... Hat das irgendwas damit zu tun, dass der Admiral gestorben ist? Kam der vielleicht aus der Manscherei oder wurde er von den Aufständischen? Ich weiß es nicht. Wir brauchen einen neuen Mann. Und warum haben wir nur 5 Fregatten? Wir hatten doch mehr. Ich glaube, das hat mit dem Aufstand was zu tun. Ne? Die haben uns da was weggenommen. Streitkräfte, Streitkräfte, Streitkräfte. Gut, dann nehmen wir jetzt hier den Besten. Und das ist Alexei Denikin. Grausam, ja. Der wird rekrutiert für diese Aufgabe. Und dann direkt... Halt, warte mal. Wir gucken mal, was hier der Zweite kann. Auch Streitkräfte. Ja, okay, dann wird er befördert. Konteradmiral. Südmandschurei ist isoliert. Das ist natürlich auch nochmal schlecht, ja. Ah, die haben uns einen Teil der Flotte geklaut. Ich verstehe. Jetzt sehe ich das erst richtig. Eieieiei. Okay, naja. Gut, die werden kurze Zeit isoliert klarkommen müssen. Wir beordern sie schon mal hier hin. Mobilisierung erfolgt dann später. Ja, an der Südmenscherei ist jetzt erstmal mega Engpass. Und der nächste ist geschoben. Friedrich von Berg. Das ist einer unserer besten Generäle der zweiten Armee. Das ist schlecht. Unser wichtigster Offensivgeneral ist nicht mehr da. Franz Eduard von Todtleben. Müssen wir jetzt ihn nehmen? Grabenratte und Defensiv. Der ist einfach so gut, ne? So, traditionalistischer Befehlshaber. Hedonist. Verwöhnt. Oder Waldkampfexperte und borniert. Borniert plus 5% Offensive immerhin. Na komm, wir nehmen... Ach ne, er hat ja auch Landadelversammlung. Ne, der kommt, dann nehmen wir ihn. Und hier haben wir noch einen beeindruckenden Mann und Diplomat. Wir teilen das jetzt mal ein bisschen auf. Der wird genommen. Gibt es jetzt vielleicht noch einen passenden Mann? Na, hier haben wir schon 2 in der dritten Armee vielleicht. Alles nur noch Landadel. Okay. Zweite Armee. Wir müssen noch befördern. Machen wir jeweils eine Beförderung, würde ich sagen. Dann passt das erstmal wieder. Ja, und hier haben wir... Ah, es gibt ja kaum Länder, die sich hier einmischen. Japan, das... Ah gut, was heißt kaum? Das Himmlische Reich, Japan und Korea. Die können sich in diesen Konflikt mit reinhängen. Ob sie das tun? Wer weiß. Wir werden wieder unsere dritte Armee mobilisieren und sie... Aha, okay, ich verstehe. Das sind doch getrennte Fronten. Die Frage ist, ob wir unsere kleine Port Arthur-Garnison nicht jetzt mal mit ins Spiel bringen können. Und sie... Okay, kann nicht erreicht werden. Das ist komplett isoliert. Ja gut, dann war das jetzt Quatsch mit der Mobilisierung. Das breche ich dann wieder ab. Ist egal, auch wenn die 90 Tage jetzt da nicht zur Verfügung stehen, ist kein Problem. Dann müssen wir damit leben, dass das erstmal erobert wird. Stimmt, wir haben ja hier keinen Durchmarsch. Das funktioniert dann nicht. Sie sind da, werden bald dort ankommen und dann heißt es nur Daumen drücken, dass sich nicht etwa das Himmlische Reich noch einmischt in diesen Konflikt. Die Briten haben hier übrigens gewonnen. Unsere Ablehnung hat nicht viel gebracht. Wahrscheinlich wäre es vielleicht gesamtstrategisch klüger gewesen, einfach anzunehmen, ein bisschen zu helfen, eine Flotte hinzuschicken und hätten wir eine Verpflichtung gehabt. Wäre vielleicht dann doch besser gewesen. Ich hatte aber echt gehofft, dass sie hier größere Probleme bekommen. War leider nicht der Fall. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, dann beenden wir an dieser Stelle erstmal die Staffel. Wir haben
doch schon einiges erreicht. Was jetzt ein bisschen der Knackpunkt ist, was uns jetzt auffällt, ist der nächste Schritt der Reform. Und das ist der Schritt der ökonomischen Reform. Und da blockiert uns jetzt der Landadel, der leider nicht viel schwächer wird. Ja. Und da ist es, bleibt es halt so, es kommt zur Radikalisierung und damit würde es zu einer großen Revolution kommen. Und die will ich eigentlich vermeiden. Nun ja, wir werden sehen, wie das Ganze weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Staffel wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.